Lebenstraum Irland. Alleine verreisen und so. Unabhängig sein. Da habe ich ja wohl gar keine Rolle mehr gespielt. Das hast du doch völlig falsch verstanden. Die Reise ist mir doch gar nicht wichtig. Na, das hat aber gerade noch ganz anders geklungen. Ich würde die doch jederzeit verschieben. Für dich. Was? Same thing. Wie fändest du das denn, wenn dein Entwurf doch morgen mit bei der Show dabei wäre? Du hast doch gehört, was Tanja und Rebecca gesagt haben. Ja, aber du hast auch gehört, was ich gesagt habe. Keine Regeln. Wir schmuggeln das Ding einfach mit rein. Geh mir aus dem Weg! Lauf damit, Giselle! Oh Gott. Lass mich mal. Ich muss doch die Blutung stillen. Jetzt. Ganz ruhig, bleib ruhig. Drück den Stoff auf die Wunde. Verdammt, jetzt drück! Ich rufe einen Rettungswagen. Hallo, hier ist Caro Schulz. Ich brauche einen Rettungswagen zur LCL Amelienhof. Ja. Ja, meine Schwester, die hat sich verletzt im Gesicht mit einer Schere. Was? Nein, keine Lebensgefahr. Ich weiß es nicht. Beeilen Sie sich. Was ist denn hier passiert? Sie ist mit einer Schere auf meinen Entwurf los und, also, und dann ist sie gestolpert und irgendwie mit der Schere ins Gesicht gefallen. Eine Minute später und ich wäre weg gewesen. Dann hättest du wahrscheinlich irgendwann eine Karte von mir aus Irland gekriegt. Daran mag ich gar nicht denken. Ich schau nur schnell, wer es ist. Oh, Caro, ich geh schnell ran. Hallo? Du, es ist gerade nicht so günstig. Ach du Schreck, was? Oje. Ja, das kenne ich. Ich bin gleich da. Giselle hat einen Unfall gehabt. Schlimm. Ich muss kurz weg, ja. Scheiß Handys. Bin gleich wieder da. Nee. Machst du mir auch eins? Alles schlimm. Danke. Sorry. Keine Angst, ich mach dich nicht an. Ich mach gar keinen mehr an. Ich hatte gerade ein Date der allerübelsten Sorte. Lass mich raten. Du wolltest er nicht? Schlimmer, wir wollten beide, aber der Typ und der Sex, das war so. Ich habe auf jeden Fall keinen Bock mehr auf Liebeskummer und Liebesfrust. Komm im Club. Hängst du immer noch Caro nach? Ach was. Waren eh nie richtig zusammen. Ich bin halt eher der Single-Typ. Ab und zu mal was fürs Bett und sonst eine Ruhe. Klingt nach einem perfekten Plan. Das klingt nach dem super perfekten Plan. Auf das Single-Leben. Auf das Single-Leben. Giselle, was machst du denn für Sachen? Es blutet nicht mehr, aber die Wunde ist ziemlich tief. Genaues wissen wir auch noch nicht. Du musst dir keine Sorgen machen. Das ist hier ein richtig gutes Krankenhaus. Wir kriegen das wieder hin. Guten Tag. Ich bringe Sie hier zum Arzt. Ich komme mit. Ich bin Ihre Schwester. Nein. Giselle, ich will dir doch nur helfen. Verschwinde! Ich will, dass Biggie mitkommt, bitte.
Ach komm, sie wird hier bestens versorgt. Du hättest sie vorhin sehen sollen. Sie war außer sich. Sie hat so eine Wut auf uns beide. Sie gönnt dir nicht, dass du glücklich bist. Ach, Giselle. Bei ihrem vorgetäuschten Selbstmord, da ist sie fast ums Leben gekommen. Und jetzt das. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun kann. Wahrscheinlich nicht allzu viel. Naja, vielleicht kapiert sie durch den Unfall hier irgendwas. Es hat eben nicht so ausgesehen. Caro, hör auf, dir die Schuld an diesem Unfall zu geben. Mir tut Giselle auch leid. Aus mehreren Gründen. Aber du musst jetzt mal nach vorne schauen. Morgen ist der Nachwuchswettbewerb. Das ist deine große Chance. Welche Chance denn? Du hast doch gesehen, was sie mit meinem Entwurf gemacht hat. Ich habe für morgen früh eine Schneiderin bestellt. Wir schaffen das noch rechtzeitig. Du kannst jetzt nicht kurz vorm Ziel einfach aufgeben. Die Wunde muss genäht werden. Sie bekommt ein Schmerzmittel und Antibiotika. Und bleibt über Nacht hier. Okay, ich warte hier. Nee, lass mich mal hier bleiben. Geh du nach Hause und schlaf dich aus, oder? Ja, das halte ich auch für die beste Idee. Ruh dich erst mal aus. Dann sieht die Welt morgen schon wieder ganz anders aus. Ich weiß, wie die Welt morgen aussehen wird. Ich werde eine riesige Narbe im Gesicht haben. Ich werde entstellt sein. Ich werde nie wieder als Model arbeiten können. Du hast doch gehört, was der Arzt gesagt hat. Die Naht ist ihm gut gelungen. Die Heilung wird eine Weile dauern, aber dann wird man nichts von der Narbe sehen. Sie hat mir alles genommen. Meine Liebe, meinen Job, mein Leben. Caro will bestimmt nicht, dass du unglücklich bist, im Gegenteil. Das hätte sie sich überlegen sollen, bevor sie mir meinen Verlobten nimmt. Ich verstehe, dass du wahnsinnig unglücklich bist, aber vielleicht hat es einfach nicht wirklich gestimmt zwischen Tore und dir. Sonst hättest du ihn vielleicht doch nicht schon in New York verlassen. Schau mal, manchmal kann man mit einem Mann 10, 20 Jahre verheiratet sein und dann merkt man erst, dass es nicht funktioniert. Ist doch gut, dass ihr das jetzt schon gemerkt habt. Aber dann irgendwann, wenn du schon gar nicht mehr dran glaubst, findest du einen Mann, bei dem alles stimmt. Der dich liebt, den du liebst. Bei dem du dich fallen lassen kannst. Bei dem du dich wohlfühlst, mit dem du alt werden willst. Aber dafür musst du die Vergangenheit loslassen, sonst stehst du dir nur selbst im Weg. Thank you.
kurz reinkommen? Ich brauche noch ein bisschen Deo. Kein Thema. Okay. Bin gleich wieder weg. Du weißt schon, dass weniger mehr ist. Ach, das wirkt super. Da werden die Frauen richtig wild drauf. Vielleicht brauchst du auch ein bisschen was. Danke, auf wilde Frauen kann ich verzichten. Naja, vielleicht braucht man für Männer was anderes. Sascha, ich komm schon klar. Was ist das? Was, habe ich eine schwarze Spinne am Rücken? Eine schwarze Spinne wäre gerade echt das geringste Problem. Guck dir das mal an. Was ist das denn? Sieht gar nicht gut aus. Ey, das hat die ganze Zeit schon so gejuckt. Ich habe gedacht, das sind Mückenstiche. Ja, als ob du durch einen Schwarm gelaufen wärst. Ja, aber was kann das denn sein? Ich würde vielleicht mal zum Arzt gehen. Nicht, dass du eine afrikanische Krankheit mitgebracht hast. Ja, danke für die Hilfe! Vielen Dank, dass Sie so früh schon gekommen sind. Der ist für Sie. Vielen Dank. Ja, also das ist das Mindeste. Oh. Ja. Also, es ist so, das Teil wird Sabrina bei der Show tragen. Die Maße haben Sie ja von ihr da. Da können Sie die Maße von ihr nehmen. Sabrina weiß auch schon Bescheid. Die müsste auch eigentlich gleich kommen. Okay, ich mach mal. Super. Ich trage das mal nur. Voll cool, dass Frau Krüger das macht. Das ist unsere beste Schneiderin. Wenn einer das hinbekommt, dann ist sie das. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Was? Weitermachen. Einfach so, als ob nichts passiert wäre. Natürlich kannst du das. Du musst sogar, wirst du jetzt nicht kurz vor dem Ziel einfach aufgeben. Und dann noch diese Guerilla-Aktion, dass ich meinen Entwurf ohne offizielle Anmeldung in die Präsentation schmuggeln muss. Auch das werden wir irgendwie hinkriegen. Dafür werde ich sorgen. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Ich muss immer an Giselle denken. Und wenn ich meinen Entwurf sehe, dann sehe ich immer vor mir, wie sie mit dem Gesicht in die Schere fällt. Das ist wirklich schlimm. Aber das lässt sich jetzt auch nicht ändern. Und du solltest auch ein bisschen mehr Zeit damit verbringen, daran zu denken, dass du mit deinem Anzug ein wirkliches Glanzstück hinbekommen hast, mit dem du große Chancen hast, heute den Nachwuchswettbewerb zu gewinnen. Was wiederum einen großen Sprung für dich auf der Karriereleiter bedeuten würde. Ja, du hast ja recht, aber... Aber was? Hey, Caro, wenn du jetzt aufgibst, dann hat Giselle genau das erreicht, was sie wollte. Du hast recht. Aufgeben ist keine Lösung. Schön. Dann hole ich uns beiden jetzt zwei richtig starke Kaffee und dann geht's los, ja? Glaube ich jetzt nicht. Du surfst hier sehr ruhig im Internet und blockierst das Bad. Ich will nur nicht, dass ihr euch ansteckt. Womit? Mit dem Denguefieber. Mit dem was? Hier, dem Denguefieber. Bei schwerem Verlauf kommt es zu inneren Blutungen, Anschwellen der Leber, Krampfanfällen, Herzrasen, Koma, Sterblichkeitsrate bis zu 15%. Und du glaubst, du hast das? Ja, hier. Hör mal. Die Symptome sind Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen und Ausschlag. Das habe ich schon gesehen, das ist eklig. Ja. Kopfschmerzen habe ich auch. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre ein Kater, aber wann bin ich auch? Fass mal an. Nee, nicht anfassen, das ist ja hoch ansteckend. Olli, ganz ruhig. Also angenommen, du hast dieses Denguefieber, meinst du nicht, du wärst in einem Krankenhaus besser aufgehoben? Vielleicht hast du recht, bevor es zu spät ist. Hey, Biggie. Morgen. Komm rein. Oh, ich habe kaum geschlafen. Ich brauche einen Kaffee extra stark oder besser eine ganze Kanne. Jo. Ist Thomas schon auf? Ja, ich habe ihn schon gehört. Sag mal, hast du dir die angesehen? Nee, das sehe ich jetzt gerade erst. Guten Morgen. Na, wie geht's Giselle? Nicht so gut. Ja. Ich bin hundemüde. Ich gehe vielleicht einfach noch mal nach Hause und leg mich 1-2 Stunden hin. Ja, gute Idee. Ja? Ja. Bist du jetzt mit Biggie zusammen oder nicht? Ich denke schon. Also, ich meine, ja. Ja? Ja, dann solltest du dich auch so verhalten, Mensch. Ich weiß nicht, was du meinst. Papa, ich vermisse Mama genauso wie du. Und das wird auch immer so bleiben. Aber ich finde, du hast wirklich das Recht, auch wieder glücklich zu sein. Mann, das hätte Mama auch so gewollt. Steck mich doch nicht zum Spaß in so ein Quarantänezimmer. Was hast du erwartet, wenn du der Schwester sagst, dass du eine ansteckende Tropenkrankheit hast?
Eigentlich siehst du gar nicht so krank aus. Ja, ist ja auch erst das Frühstadium. Sind wenigstens die Heilungschancen noch ganz gut. Aber wenn die sich nicht beeilen, dann wird das Frühstadium ganz schnell zum Endstadium. Hey, wir sind doch gerade erst gekommen. Du musst doch wirklich nicht die ganze Zeit auf mich warten, echt nicht. Okay, vielleicht gehe ich dann einfach nach Hause und sag Andi und Sascha Bescheid. Ich meine, wenn es dieses Denguefieber ist, dann sollten wir uns testen lassen, oder? Okay. Halt durch. Danke. Guten Tag. Ich bin Dr. Helmke, Ihr behandelnder Arzt. Hallo. Hab ich Ihre Freundin gerade erschreckt? Das ist nicht meine Freundin. Ist dieser Astronautenanzug wirklich nötig? Ja, wie es scheint, haben Sie Denguefieber. Da sind natürlich entsprechende Schutzmaßnahmen nötig. Kennen Sie sich denn aus mit der Krankheit? Nein, Tropenkrankheiten sind eher selten hier. Machen Sie sich mal oben frei, bitte. Ja, also nichts für ungut, aber wäre es dann nicht besser, einen Arzt zu holen, der sich damit auskennt? Also, wenn der Befund positiv ist, dann werden wir Sie vielleicht an ein Tropeninstitut weiterleiten. Bis dahin bleiben Sie aber bei mir. Ich will ja auch noch mal was lernen. Moment mal, soll das heißen, ich bin der Versuchskaninchen? Also, für ein Kaninchen reden Sie relativ viel, aber abgesehen davon, ja. Eine Unverschämtheit. Ich will sofort einen Arzt, der sich mit sowas auskennt. Hey, regt Sie das dermaßen auf mit dem Versuch? Ja, auch wenn Sie sich das nicht vorstellen können, ja. Gut. Kommen Sie. Ärger ist doch besser als Panik. Setzen Sie sich. Nee, ist alles gut. Alles super, danke schön. Ja, ganz super. Danke. Rebecca. Ja? Ich dachte, du als Chefdesignerin richtest ein paar Worte zur Eröffnung ans Publikum und ich stelle dann die jeweiligen Nachwuchsdesigner und ihre Kreationen vor. Gut. Wir haben ja alles hier. Einkäufer, Fachleute, Medienvertreter, sogar Lottie Rothfeld willkommen. Ja, ich weiß. Ja, ich dachte, ich erwähne es lieber noch mal, dass dieser Nachwuchswettbewerb ein Prestigeprojekt ist für LCL. Ja, du machst den Eindruck, als wärst du mit deinen Gedanken ganz woanders. Nein, ich bin total bei der Sache und alles wird laufen wie am Schnürchen. Verlass dich auf mich. Gut. Caro, schön, dass du auch mithilfst. Ja, ich... Ja, genau. Das Kleid kommt zum Beispiel da hinten hin, das zeige ich dir gleich mal. Meinst du, sie ahnt es? Nein, und das wird doch bis zum Schluss so bleiben. Tore, ich weiß nicht. Rebecca war gegen meine Anmeldung und Tanja auch. Und wenn ich mich jetzt einfach drüber hinwegsetze, dass sie das merken, ist es eh zu spät. Du fällst dir als Controllerin sowieso nicht auf, hast du ja gerade gemerkt. Sabrina weiß Bescheid, dass sie das Kleid erst ganz zum Schluss anzieht. Tanja wird vor der Fachpresse keinen Aufstand machen. Und den Zuschauern ist die Anmeldung eh wurscht. Die wollen nur erstklassige Entwürfe sehen. Und dein Entwurf ist erstklassig. Rock'n'Roll, Schulz. Frau Schulz? Henke, Kripo Düsseldorf. Uns liegt eine Anzeige gegen Sie vor. Was? Das kann nicht sein. Ihre Schwester Giselle Schulz hat Sie angezeigt wegen Körperverletzung. Wir haben Angst vor Spritzen, nicht wahr? Quatsch. Vielleicht ein bisschen. Und ansonsten sind Sie auch eher der ängstliche Typ, nicht wahr? Überhaupt nicht. Ich war gerade ein paar Monate allein in Afrika unterwegs. Ich bin durch 6 Länder gereist. Echt? Ja. Toll. Und so einer Reise träume ich schon seit Jahren. Echt? Bevor ich hier angefangen habe, war ich 3 Monate lang mit meinem Motorrad in Asien unterwegs. Wow. Ja, aber die Zeiten sind jetzt vorbei. Und als Arzt, naja, wie soll ich sagen, ist der Urlaubsanspruch eher bescheiden. Gut. Schwester? Holen Sie sich bitte einen Schutzanzug und kommen Sie rein, ich brauche Sie gleich. Und das hier, das muss ins Labor. Absolute Priorität, ja? So, Ihr Blut wird jetzt in einem Schnelltest analysiert. In ein paar Minuten wissen wir dann, wie lange Sie noch zu leben haben. Das ist ja sehr beruhigend. Keine Sorge, selbst wenn der Befund positiv ist, haben Sie gute Überlebenschancen. Gott sei Dank. Alles klar. Wo wollen Sie denn hin? Naja, ich komme wieder, wenn das Resultat ist. Ich habe noch andere Patienten. Ja, aber doch bestimmt keine mit Denguefieber. Ich dachte, Sie wollen bei mir noch was lernen. Also, fürs Händchen halten werde ich ja nicht bezahlt, aber... Gut. Wenn es unter uns bleibt. Versprochen. Ach, Vicky. Ich habe immer gedacht, ich kann ohne dich nicht weiterleben. Aber dann kam Vicky in mein Leben.
eigentlich verrückt. Ich habe sie geholt, weil ich ohne dich doch nicht klargekommen bin. Vielleicht hast du sie mir sogar geschickt. Erst war ich noch in Botswana, da habe ich eine Wassersafari gemacht. Dann war ich noch in so einem Camp in der Kalahari-Wüste und danach bin ich dann mit dem Bus runter nach Südafrika. Wow, das klingt nach einer ganz schön aufregenden Tour. Ja. Wahnsinn. Wissen Sie, dass Sie der Erste sind, mit dem ich, seit ich zurück bin, mehr als drei Sätze darüber geredet habe? Wie, echt? Ja. Haben Sie gar keine Freunde? Eigentlich schon, aber irgendwie hat die das nicht so richtig interessiert. Sie können sich schön wieder anziehen, wenn Sie wollen, ne? Klar. Sie treiben scheinbar viel Sport. Ja, das muss ich bei meinem Job. Ich bin Model. Also nicht nur, aber... Oh, das ist ja schon der Befund. Vielen Dank, Schwester. Oh. Wie schlimm ist es? Sie werden sterben. Was, wie lange habe ich denn noch? Keine Ahnung. 50, 60 Jahre, Ihre Konstitution nach zu urteilen. Das heißt, ich bin nicht krank, kein Denguefieber. Nein, kein Fieber, Ihre Lungen sind in Ordnung, die Blutwerte sind okay, Cholesterin, Zucker ist im grünen Bereich. Gott sei Dank. Was ist denn an dieser Ausschlag? Das ist wahrscheinlich eine allergische Reaktion. Haben Sie in der letzten Zeit mal Ihr Duschgel oder Waschpulver oder irgendwas geändert? Herr Justus, er hat ein neues Waschmittel mitgebracht. Da sehen Sie. So ein Jammer. Jetzt muss ich weiter auf meinen ersten Dengue-Patienten warten. Das tut mir wirklich sehr leid für Sie. Das macht nichts. Ich werde es jedenfalls überleben. Was ist los? Sehe ich aus wie ein Gespenst? Nee, im Gegenteil. Ich habe meine Schwester nicht attackiert, das müssen Sie mir glauben. Warum sollte sie dann sowas behaupten? Aus Eifersucht. Sie will sich an mir rächen. Meine Schwester war vorher mit Tore, also Herrn Hellström, zusammen. Und ja, bis ich ihn ihr weggenommen habe. Zumindest sieht das Giselle so. Dabei habe ich mich für Caro und gegen Giselle entschieden. Woher hat Ihre Schwester diese gravierende Verletzung? Giselle hat einen Entwurf von mir zerstört und dann ist sie gestolpert und selbst in die Schere gefallen. Und zeigt sie daraufhin an? Frau Schulz, das klingt nicht glaubwürdig. Das hat Ihnen doch Frau Schulz gerade erklärt. Ihre Schwester will sich damit an ihr rächen. Waren Sie bei dem Vorfall auch dabei? Nein. Danke. Frau Schulz. Giselle gibt mir die Schuld an ihrem Unglück. Und im Moment versucht sie, alles zu sabotieren, was ich tue. Hört ihr bitte alle mal kurz zu? Die Show beginnt gleich. Ich hoffe, jeder von euch weiß die Reihenfolge. Ansonsten informiert ihr euch bitte noch mal an der Tafel. Kommst du? Ja. Also ich sehe nur, was hier los ist. Wenn Sie noch Fragen haben, dann ja, bitte. Ja, die habe ich tatsächlich. Und weil mir hier zu viel Hektik ist, würde ich Sie bitten, mich aufs Präsidium zu begleiten. Dann können wir Ihre Aussage zu Protokoll nehmen. Wie? Jetzt sofort? Also das geht auf keinen Fall. Die Show jetzt geht gleich sofort. Los. Gut, dann muss der Anzug eben ohne mich präsentiert werden. Gut, dass Sie mich an den Anzug erinnern. Den müssen wir mitnehmen als Beweisstück. Tore, wo bleibst du denn? Ich brauche dich. Geh ruhig. Du musst ja deinen Job machen. Was ist das denn wohl? Schreib Ihnen noch ein Antihistamin. Damit sollte der Juckreiz schnell besser werden. Und für den Ausschlag bekommen Sie auch noch eine Creme. Okay? Danke. Also dann. Sind Sie eigentlich immer so? Wie meinen Sie das? Naja, wie sind Sie denn, wenn jemand wirklich eine tödliche Krankheit hat? Das hängt vom Patienten ab und natürlich von der Krankheit. Und in Ihrem Fall habe ich sowieso keine einzige Sekunde daran geglaubt, dass Sie wirklich Denguefieber haben. Dann hätten Sie mich ja gar nicht erst untersuchen müssen. Ja, doch, doch. Bei Ihrer Panik habe ich mir gedacht, das
ohne Laborwerte wahrscheinlich sowieso gleich zum nächsten Arzt rennen werden. Habe ich recht? Und ganz ehrlich, solche Scherze erlaube ich mir oft nur mit Menschen, die den entsprechenden Humor haben. So wie Sie. Also dann, bleiben Sie gesund. Und sollten Sie noch mal irgendeine Tropenkrankheit haben, dann wissen Sie ja, wo Sie mich finden. Ich werde es mir merken. Ich habe übrigens auch eine Kneipe. Also, falls Sie mal was trinken wollen, das geht aufs Haus. Ja, gerne. Dann komme ich in die Kneipe. Ach so, No Limits. Also, das ist der Name der Kneipe. Gut. Bis dann. Bis dann. Hey, ist alles okay? Olli, weißt du schon was Neues? Einen Moment noch, bitte. Wissen Sie, Herr Helmke, für Sie ist das vielleicht nur irgendeine Befragung. Aber wenn ich an diesem Wettbewerb nicht teilnehme, dann verbaue ich mir vielleicht die Chance meines Lebens. Ich wollte schon immer Modedesignerin werden, schon als kleines Mädchen. Das Problem war nur, dass ich nicht an mich geglaubt habe. Stattdessen habe ich meine schöne Schwester bewundert. Sie ist Topmodel geworden und ich Buchhalterin. Aber mir ist klar geworden, dass ich alles erreichen kann, wenn ich nur fest genug an mich glaube. Ich habe sogar ein paar Entwürfe nach Paris an eine berühmte Modeschule geschickt. Aber... Aber was? Giselle. Giselle hat meinen Entwurf zerstört. Lassen Sie mich raten, um sich an ihn zu rächen. Ich wollte ihrem Glück ja gar nicht im Weg stehen. Aber Tore hat sich nur mal für mich entschieden. Aber selbst da hatte ich noch Skrupel gegenüber Giselle. Vor allem, als sie da... Jedenfalls ist mir klar geworden, dass es auch falsche Rücksicht gibt. Und dass es Zeit wird, dass ich für mein eigenes Glück sorge. Deswegen der Wettbewerb. Genau. Dass Giselle mich ausgerechnet heute anzeigt, das ist bestimmt kein Zufall. Sie will verhindern, dass ich teilnehme und vielleicht sogar gewinne. Deshalb bitte ich Sie, können wir die Befragung verschieben? Nur für ein paar Stunden. Sie werden natürlich nicht weglaufen. Auf keinen Fall. Also gut. Unter einer Bedingung. Ja. Jetzt müssen Sie sich natürlich richtig reinschmeißen. Und gewinnen. Das werde ich. Hey. Na? Na? Ich wollte mal schauen, wie es so läuft. Schöner Mist. Seitdem Hagen und Dana an die Nordsee gezogen sind, bleibt die ganze Arbeit bei mir hängen. Das meine ich doch gar nicht. Ich meine Biggie. Ach so. Jo. Ich hab sie nicht mehr gesprochen seitdem. Sag mal, Papa, war das eigentlich vorhin so heftig, was ich zu dir gesagt habe? Was? Nein. Du hast ja recht. Mir ist einiges klar geworden. Ich hatte immer Angst, dass ich deine Mutter vergessen könnte, wenn ich mit einer anderen Frau zusammenkomme. Aber das ist natürlich Quatsch. Ich kann ja beides haben. Die Erinnerung an Vicky und eine neue Liebe. Ja, das kannst du. Und wenn es jemand versteht, dann auf jeden Fall Biggie. Und am Ende, da hat er dann sogar seine Astronautenmaske abgezogen. Oh, warte. Darunter war nicht das Phantom der Oper. Ja, so im Gegenteil. Ich hätte es ja richtig erwischt. Er will sogar am No Limits vorbeikommen. Ja gut, das ist doch ein Anfang. Und wie heißt er? Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist schlecht. Ich sag doch sowas nicht. Ja, Olli, stell dir mal vor, er kommt im No Limits vorbei und fragt nach dir. Ich meine, woher sollen wir wissen, dass er es war? Wo willst du hin? Ja, wohin wohl? Zurück, seinen Namen rausfinden. Als erstes sehen wir die Kreation Denim Club von Norman Schubert. Er hat die Akademie für Mode und Design in Brüssel absolviert und präsentiert uns heute einen extravaganten Jeans-Overall. Lässig, provokant und unglaublich sexy. Die Befragung schon vorbei. Ich konnte den Kommissar überreden, das zu verschieben. Ich bin auch noch rechtzeitig, oder? Wo ist Sabrina? Die ist schon weg.
Wie? Schon weg? Ich hab nicht gedacht, dass du es noch schaffst und hab sie weggeschickt. Ja, dann hol sie zurück, sofort. Das geht nicht, die sitzt schon im ECE nach Hamburg. Wer hat gedacht, die schafft dann ihr Casting noch? Dann war alles umsonst. Es sei denn, du präsentierst das Modell selbst. Ich? Haha, sehr witzig. Du hast ungefähr Sabrinas Maße, das müsste doch gehen. Danke. Hast du das gesehen? Das ist mein absoluter Favorit. Den toppt so schnell keiner. Muss du nicht raus? Nächste Anmoderation? Ach ja, genau. Oh, sorry. Entschuldigung, es tut mir leid. Sie? Ich habe Sie gar nicht erkannt. Soll ich lieber den Schutzanzug noch mal holen? Lieber nicht. Wollten Sie noch mal ins Krankenhaus? Ja, ich habe was vergessen. Das Rezept, das habe ich vergessen. Kein Problem. Gehen Sie einfach zum Empfang, die stellen Ihnen ein neues aus. Danke. Oh, und finden Sie heraus, wo Ihre Allergie herkommt. Nicht, dass Sie wieder morgen bei mir auf der Matte stehen wegen irgendwelchen Symptomen von Gelbfieber oder Chikungunya-Fieber. Chiku was? Keine Angst, ich bin eigentlich kein Hypochonder. Gut. Was nicht heißt, dass Sie nicht trotzdem bei mir vorbeischauen dürfen, wenn Sie ein Problem haben. Ich werde es mir merken. Gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Wie stellst du dir das denn vor? Ich bin kein Model. Doch keine gewöhnliche Präsentation. Hier geht es darum, den besten Nachwuchsdesigner zu finden. Da geht es um den besten Entwurf und weniger um die Show. Und dein Entwurf ist sehr gut. Bei Giselle hast du immer gesagt, dass ihre Kleider erst durch ihre Präsentation richtig gewinnen. Was meinst du? Hat sie das Zeug zum Model? Schon, klar. Aber die Brille muss abschätzen. Die sieht wunderschön aus. Bisschen den Arsch wackeln. Dann läuft es schon. Danke. Bitte. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich traue mir das einfach nicht zu. Die Leute sollten sich auf meine Mode konzentrieren und nicht auf eine graue Buchhaltermaus, die kurzsichtig über einen Laufsteg stolpert. Hey, jetzt mal Schluss mit dem Geplapper. Du bist keine graue Buchhaltermaus. Du bist eine Nachwuchsdesignerin, die jetzt ihre große Chance kriegt. Und du wirst sie gefälligst nutzen. Hellström, mir schlafen die Füße ein. Das muss ja alles ein bisschen schneller gehen. Dafür sind Sie zuständig, oder? Was macht die Schulz noch hier? Ich dachte, das Controlling für den Wettbewerb ist abgeschlossen. Also, ich weiß, was in dir steckt und du weißt das auch. Zeig's denen da draußen. Na? Ein bisschen schlafen können? Nee, eher nicht so. Wie geht's Giselle? Nicht so gut, aber ich glaube, das ist eher emotional. Kaffee? Gern. Und dir geht's auch nicht so gut, weil ich mir diese Bilder von Victoria angesehen habe. Ja, ich frag mich nur, was das jetzt für dich heißt. Also für uns. Wäre nicht das erste Mal, dass du wegen ihr einknickst. Ich weiß. Aber das kommt nicht wieder vor. Mir ist klar geworden, dass ich... Mir ist klar geworden, dass ich nur noch mit dir zusammen sein will. Ganz und gar. Ja. Ich brauche immer so ein bisschen länger für die Sachen. Aber jetzt habe ich kapiert, dass ich ja beides haben kann. Die Erinnerung an Victoria
will jetzt nur noch nach vorne sehen. Zusammen mit dir. Einverstanden? Blöde Frage. Komm mal mit. Überraschung. Komm mit. Was denn? Du bist keine graue Buchhaltermaus. Du bist eine Nachwuchsdesignerin, die jetzt ihre große Chance kriegt. Und die wirst du gefälligst nutzen. Jetzt müssen Sie sich natürlich richtig reinschmeißen und gewinnen. Hey Andi, bist du echt schon durch? Ja, super. Kommst du hier noch mal vorbei oder sehen wir uns gleich im LCL? Okay, ich beeil mich. Du hast den Namen nicht rausbekommen, oder? Nein. Dafür habe ich aber was anderes rausgefunden. Der Typ ist hetero. Shit. Mhm. Dabei hätte ich schwören können, dass er schwul ist. Ich hätte sogar schwören können, dass wir gestern geflirtet haben, aber scheinbar macht er das bei allen so. Das macht dich jetzt so sicher? Ich habe ihn gerade auf der Straße getroffen. Er hat sogar ein Kind. Wahrscheinlich ist er ein ganz toller Vater und Ehemann. Ach Mann, und dabei habe ich gestern noch so groß rumgetönt, dass ich mich nicht mehr verknall, weil alle Typen scheiße sind. So jemanden wie Christian, den gibt es einfach kein zweites Mal. Doch, du wirst jemanden finden. Also, falls es so jemanden gibt, versteckt er sich sehr gut. Du wirst jemanden finden, okay? Du brauchst nur ein bisschen Geduld. Und weißt du was? Dafür lade ich dich jetzt auf ein riesengroßes Eis ein. Zur Feier des Tages. Es gibt aber nichts zu feiern. Na klar. Komm, du lebst, du bist gesund, du hast kein Dengue-Fieber oder sonst irgendwelche anstrengenden Krankheiten. Ich habe aber den Mega-Frust. Ja, den haben wir alle mal. Und du hörst jetzt auf, sonst schrubbst du noch den Tresen kaputt. Musst du nicht arbeiten? Ich muss erst mal meinem großen Bruder wieder auf die Beine helfen. Das ist ja... Ganz schöner Aufwand. Alles da, was das Herz begehrt. Black Pudding, Scones heißen die Dinger, was auch immer da drin ist. Baked Beans und Irish Beer. Fast wie in Irland. Ist besser, weil du da bist. Wobei wir gleich zum nächsten Punkt kämen. Sag mal, wäre es vielleicht möglich, dass du deine Irlandreise vielleicht um 4 Wochen verschieben könntest? Denn da habe ich Sonderurlaub. Und ich würde gern mitkommen, falls du nichts dagegen hast. Was? Nein, das wäre großartig. Aber was machen wir mit Tommy? Tommy, Na, der kommt natürlich mit. Soll der doch über die saftigen Wiesen krabbeln und Schafe streicheln? Oh, hier drei in Irland. Das ist wunderschön. Sag mal, was heißt ein Prost auf Irisch? Sláinte. Sláinte. So ähnlich. Eure Outfits sind einfach der Wahnsinn. Ich laufe jederzeit wieder für euch. Ich bin so froh, nicht in der Jury zu sitzen, denn heute steht echt eine schwierige Entscheidung an. Ihr habt das alle ganz toll gemacht. Stellt euch schon mal auf zum Abschlussapplaus, den habt ihr euch verdient. Tore, Abschlussmoderation. Was ist denn heute los mit dir? Meine
Meine Damen und Herren, es wartet jetzt noch eine ganz besondere Überraschung auf Sie. Es handelt sich um eine junge Designerin, die bei LCL angefangen hat. Sie war erst Buchhalterin, dann Praktikantin, dann Assistentin, dann Controllerin. Doch überzeugen Sie sich jetzt zusammen mit mir, wo Ihre wahren Talente liegen. Denn Ihre Kreation Golden Angel wird Sie ganz persönlich vorzeigen. Hier ist Caro Schulz. Was soll das? Du musst jetzt auch noch meinen Job übernehmen. Giselle. Weißt du was? Lass mich dir mal einen ernst gemeinten Rat unter Schwestern geben. Lass es. Wenn du da jetzt rausgehst, noch dazu in diesem was auch immer das ist, dann machst du dich sowas von lächerlich. Das werden wir ja sehen. Was glotzt ihr da alle so, hm? Ich liebe dich.